So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Maker. Heute schauen wir uns mehr Level von diesem gestörten Wesen an, weil er hat schon 5 Level mittlerweile und ich habe das zweite noch nicht mal gespielt. Deswegen fangen wir mit dem zweiten Level an. Aber, was ich soweit mitbekommen habe, Alter, der hat einen Piranha-Hut, der ist cool. Das zweite Level, vierte und fünfte sollen eigentlich einfachere Level sein als das dritte. Also sollte es nicht so die Hölle sein. Wir können ja auch mal kurz die Clear Rates angucken. 0,19%? 0,39%. Okay. Ja, es sieht doch alles machbar aus. Dann fangen wir erstmal an mit seinem Trollhimmel, der ja trotzdem noch scheinbar eines der netteren Level ist. Und ein nicer Chickenhut. Dafür muss man, glaube ich, viele Level gebaut haben und die muss so viele Kommentare bekommen haben oder sowas. Ich baue auch am zweiten Level, aber das dauert noch irgendwie 100 Jahre oder so. Also, ja, wird noch seine Zeit brauchen. Auf jeden Fall möchte ich heute scheinbar 3 Manu-Level bauen. Ich nehme an, dass... Ach, das ist ein G. Das ist das Manu-G. Er versteckt doch immer ein GLP auf jeder Map. Weil er seinen Namen mag. Okay. Das war schon mal falsch. Ja, genau, der war da. Daran erinnere ich mich. Wollen wir einfach mal gucken? Ja, gucken wir einfach mal. So. So. Ah, hier fehlt eine... Achso, man muss nur weit genug nach rechts, dass der Swamp das aktiviert für einen. Ah, ich hab's. Okay, und da muss man sich weiter spinnen sofort, bevor der Mancher da runterfällt. Muss also einfach alles ultra schnell gehen. Okay. So? Ach, man darf da ohne Pilz rüber. Okay. Ich dachte, ich brauche den Pilz zwangsweise. Da oben ist was. Komme ich da hoch? Weiß es nicht. Aber hier wird wahrscheinlich wieder ein unsichtbarer Block sein. Nein? Ein Trollhaven ist kein unsichtbarer Block. Okay. Da brauche ich den P-Switch. Also mit Pilz habe ich keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ohne geht's. Sind hier wieder unsichtbare Blöcke irgendwo versteckt? Oder was geht hier ab? Ich muss da hoch, aber ich komme... Hä? Ich muss nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe überhaupt nichts. Manu hat hier Gott sei Dank hochgeladen. Hä? Ach, ist das dumm. Also er will wirklich, dass man den Pilz behält. Aber, hä? Aber das Level-Damage boosten muss man sich an der Stelle. Okay, dann probieren wir erstmal weiter, den Pilz zu behalten. Pff, das Timing ist so knapp. Das ist halt echt... Deswegen habe ich nicht gedacht, dass er wirklich will, dass man den Pilz behält. Aber scheinbar... Gönnung. So. Nach ein paar Versuchen haben wir es. Und jetzt mit dem Yoshi, ich habe ja nachgeguckt, muss man einfach hier sich durch Damage boosten. Toll. Toller Einsatz für einen Pilz, auf jeden Fall. Hey, eine der Münzen. So, und jetzt wird mich das Ding wahrscheinlich irgendwo umbringen, weil ich nicht weiß, wo ich hinspringen muss. Fließband. Schildkröte. 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 Münze. Tür? Die Zedermünze brauche ich nicht. Ich will nichts Unnötiges in Manus leveln. Ein P-Switch? Und ein Kugelwilli. Der ist wahrscheinlich zum Trägern da. 2 Dinger? Okay. Schön, dass da nochmal ein unsichtbare Ding war, aber das war ja das restliche Level scheinbar. Wenn ich Glück hatte. So, jetzt sind wir wieder hier. Da ist ein komischer Mann, der runterfällt. Dessen Zweck ich noch nicht verstehe. Ein Bullet Bill. So, hier war irgendwo eine Münze. Genau. Jetzt muss ich den ja aktivieren und dann das runter zwischen die Swamps. Was auch noch ultra ätzend ist an sich. Und das Ziel. Mit einem kleinen Trollgeräusch, dass man falsch ist, aber es war richtig. Okay, also war nur den Pilz behalten am Anfang. Nervig.
restliche Level war ja dann sogar ganz cool. So, fair und easy und Lava is coming müssen wir noch machen. Hat eine niedrigere Abschlussrate, aber ist ja fair und easy. Und das hat Checkpoints. Er arbeitet ab Level 4 mit Checkpoints sogar. Heißt, entweder die Level sind länger oder... keine Ahnung. Ist jetzt wieder hier ein unsichtbarer Block? Alter, kein unsichtbarer Block in einem Manu-Level. Ah, da hat er auch bestimmt mit den Linien gearbeitet, weil der Sprung scheint recht perfekt zu passen. Aber er hat bestimmt so gebaut, dass man direkt lossprinten darf. Ich bin zu gut. Ich springe zu weit. Okay, springen wir ein bisschen früher. So. Ja, eine dritte Koopa ist dann im Weg. Aber das war ja irgendwie zu erwarten. Dann muss ich aber so ab dem zweiten schon abbremsen und dann da raufhüpfen. Muss ich den... ich könnte den P-Switch einfach mitnehmen, das würde gehen. So, jetzt sind wir hier. Jetzt nehmen wir mal den P-Switch mit, der scheinbar von unsichtbaren Blöcken wieder zugestopft ist. Okay, er platziert sie also immer noch gerne. Dachte einer, aber nö, kommen fünf. Kommt man hier überhaupt noch raus oder ist es komplett zu? Okay, es soll komplett zu sein wahrscheinlich. An den P-Switch stehe ich wieder in Münzen? Nee, schade. Ja, komplett zugebaut das Stück. Okay, also es ist einfach nur wieder ein Troll, dass es einen P-Switch gibt. Oder muss irgendwie später wieder hin. Muss ich in die Röhre... nee, die Röhre ist auch ein Troll. Warum gucke ich überhaupt? Einfach nach rechts. Für die Röhre musste ich ja zweimal hüpfen können überhaupt, weil da Blöcke im Weg sind. Okay, jetzt gucken wir einfach dieses Mal ein bisschen weiter. So, und... komische Plattform aktivieren, die mich entweder in den Tod fallen lässt, wenn ich nicht schnell genug bin. Ja, natürlich. Sowas muss man mal erst gesehen haben. So. Das soll... ach, der schräge Pfeil nach unten soll sein Hinweis sein, dass man schräg runterhüpfen muss. Er meinte ja, er hat mehr Hinweise platziert. Now I got it. Okay, und jetzt nehme ich Anlauf und hüpfe... okay, vielleicht sollte ich warten, bis ich ein bisschen weiter unten bin. Sonst sehe ich nicht, wo ich hinspringe. Dieses Mal wissen wir aber, dass wir nach unten rechts müssen. Genau dahin. Wahrscheinlich dann nochmal. Okay. Ich bleib mal drauf, solange ich nichts anderes gesagt bekomme. Okay. So, hier nach rechts. Puh, es war sehr knapp. Und hier muss ich irgendwann nach rechts springen. Ah, da ist ein Pfeil. Woher soll ich wissen, dass das ein Spinjump ist? So, und jetzt ein Spinjump nach rechts. Einfach dahin, wo der Pfeil dann zeigt. Ach, ich soll den reiten. Okay. So, und go. Ach so, ich soll dann darüber, okay. Dass ich alles immer erst einmal sehen muss, um zu verstehen, wo ich hin muss. Ich kann mich einfach in Manus-Leveln immer nur stückchenweise vorarbeiten. Echt nervig. So, jetzt sind wir drauf, bauen Speed auf, hören auf viel zu hüpfen und hüpfen einmal hoch. Ich war fast da, aber bis an die... so ein Blocksprung, der an Stacheln ist noch am Ende. RIP. Eieieiei. Was tut uns der Manu hier an? Will ja, dass ich mich hier quäle. Aber ich komme mal, also ich komme bis zu dem Thwomp immer. Hier verkacke ich noch ein paar Mal. Immer wenn es heißt Spinjumpen. Oh, Glück gehabt. Also es war mir echt mehr Glück als Verstand. So, Speed. Dann langsam werden. Hochhüpfen. Fast. Das dauert ein paar Versuche. Ich werde doch 100 pro noch in die Stacheln einmal reinrennen. Gutes Timing. Nice. Ah, okay, man darf da oben drauf warten. Wo ist mein Checkpoint? Und Leben. Danke. Ich muss weiter. Die Röhre. Sag rechts. Okay, ich habe einfach nach rechts gedrückt. Ich habe den Pfeil von Manu geglaubt. Hallo? Hallo? Hallo?
Okay. Eistür? Nein? Danke. Oh Gott, das wilde Eistür will mich umbringen. Die fallen alle bald runter? Ups. In Mini-Bowser reingerannt. Okay, aber es geht ja. Gott, muss ich den Mini-Bowser da unten bekämpfen? Ich könnte theoretisch mit den Galumbas den Mini-Bowser bekämpfen auch. Oh Gott. Nein, tu mir das nicht an. Alter, ich treffe ihn aber nicht. Aber ich kann sein Feuer zerkicken? Oh. Das wird ätzend ausweichen. Okay, danke, komische Plattform, die da kommen ist. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Alter. Warte, was? Er ist hochgesprungen und der Panzer oben hat ihn getroffen. Das war nicht mal mein Treffer. Das ist verbesserungswürdig, würde ich meinen. Ah, interessant, dass die Plattform neu spawnt, wenn man weggeht. Okay. Galumba, warte kurz. Danke. Oh, nein, kein Stampfen. Oh, ich lebe noch. Ja, da ist einer auf meinen Kopf gelaufen. Upsi. Aua. So, okay. Irgendwie aktivieren sich die Dinger da oben manchmal nicht. Ich verstehe nicht, warum. Irgendwas hat es mit Springen zu tun oder so. Auf jeden Fall versuche ich gerade einen von dir zu bekommen, damit ich die Feuerbälle abwerfen kann. Der sollte mich nicht treffen. Alter, ist das nervig mit den Feuerbällen. Der Panzer oben hat ihn getroffen. Okay, nehme ich hin. So, jetzt darf es losgehen. Jetzt brauche ich hier einen Galumba unten. Kann mal einer runterfallen? Danke. Oh Gott. Jetzt geht's doppelt so schnell ab. Wo ist er? Da ist er. Aua. Kannst du mir nichts dann? Schön ist er da hochgefallen. So. Alter, ich will doch nur da hoch. Mit drei solchen Panzern da oben ist es echt nicht geil. Okay, wir haben den Schlüssel. Jetzt müssen wir nur wieder schaffen, da hochzuspringen. Ja, Gott sei Dank, diese Höllentür da oben. Nein, Baby Bowser, ich gehe. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Ist es vorbei? Nach dem Bosskampf ist es vorbei. Das war ja sogar ganz kurz. Und es war ein Checkpoint vom Boss. Fand ich schön. Ah, der Boss war echt cool. 6 Minuten, ja, dank Checkpoints. Das ist das Schöne an Checkpoints, da kriegt man einfach eine 100 Stunden Zeit. So, und jetzt noch die Lava kommt. Ist wahrscheinlich ein Scroll-Level, wo die Lava hochscrollt. Muss man weglaufen vor der Lava. Schauen wir mal, was Manu da gebastelt hat heute Nacht. Hallo? Kann ich irgendwas mit diesem Greifarm machen oder ist der einfach nur da? Vielleicht komme ich von rechts, gehe ich dann wieder nach links rüber oder so, weil das wirkt echt sehr weit oben. Okay, das war zu langsam. Alter, wie knapp mache ich das denn? Ja, nee, das war ein bisschen zu knapp. Aber interessant, dass ich die ganzen Blöcke noch bekommen habe. Keine Zeit für dich. Sollte nur nicht Vollgas die ganze Zeit unterwegs sein, sondern immer schön achten, dass ich wenigstens die Blöcke erwische. So, ich glaube, diesmal haben wir ein bisschen mehr Zeit für unseren lieben Snake-Freund, der hoffentlich nicht allzu langsam ist. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, aber wer weiß. Ja, es war richtig, aber ich hätte rennen müssen nach rechts. Okay, diesmal renne ich nach rechts. Sind über den Blöcken unsichtbare Fragezeichenblöcke? Na, was schätzt ihr? Ich sag mal sehr stark ja, deswegen probiere ich es gar nicht, dann oben drüber zu gehen. Aber schön, dass das funktioniert. Ja, das war zu erwarten. Dann muss ich den darauf anmachen und darauf nochmal ausmachen und dann darf ich weiterhüpfen, okay. So, an. Nein, den letzten darf ich gar nicht mehr berühren. Doof. Ich wollte einfach aus Prinzip alle berühren. So, 1, 2, 3 und den nicht berühren. Checkpoint! Yay.
Okay, bringen wir uns einfach erstmal um. Ich glaube, die Lava wird dann nämlich auch runtergesetzt. Hoffe ich. Ja. Okay, der rechte hat einen Pilz, der andere bringt mich um. Das ist interessant. Dann holen wir uns den Pilz doch mal. Gemütlich. Weil wir bestimmt Zeit dafür haben, einen Pilz gemütlich zu holen. Gut, den Pilz habe ich gut genutzt. Vielleicht nutze ich den Pilz, um einfach da durchzurennen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die mir gefällt. Ja, nutzen wir den Pilz, um hier... oh Gottes Willen, sind da viele. Okay, anderer Plan. Weil das sieht mir sehr nach, du musst einen Galumba mitnehmen aus. Komm mal mit, Bruder. Einer von euch wenigstens, ja. Ist der instant kaputt gegangen? Ich habe doch werfen gedrückt. Jetzt aber. Pilz mitnehmen. Und ein Galumba mitnehmen. So. Und werfen. Kick ihn. Kick ihn. Gottes Willen. Da kann ich nicht durch müssen, oder? Wo könnte ich sonst lang gehen? Ah, das ist ein Stern. Okay. Das ergibt Sinn. Ich habe die Münze gerade geholt und dann war da ein Stern, aber ich war zu langsam, glaube ich. So? Ah, das war... das war gut. Das sah aus wie Boden, aber es war nicht Boden. War einfach ein dummer Kackding. Okay. Dann will ich also so da hochklettern an dem Viech lang. Ich glaube nicht, dass es mich jetzt noch gewinnen lässt als Kleiner, aber gehen wir mal weiter. So, den töten wir und da gehen wir rüber und töten euch noch. Da ist noch ein Stern und ein Pilz. Ah, einen Pilz will ich nicht haben. Ich verstehe. So, den Pilz nehme ich mit, weil ich damit da hochklettern möchte. Genau. Und den opfern wir dann einfach irgendwo drüben. Finden wir schon eine Stelle. Ah, danke für die ganzen Leben. Sehr nett. Und gar nicht den Trollviech aktiviert diesmal. So, ist hier irgendwas, was mir meinen Pilz abnehmen kann? Ja, Feuerbälle. Und mit dem Pilz. Stern. So, und jetzt gehen wir da instant rein. Und versuchen da einfach durchzukommen innerhalb der Zeit. Oh. Warte, aber dann ist da die Tür. Wir sind wieder am Anfang. So. Gehe jetzt einfach ganz normal da durch und gehe durch die Tür, aber sofort wieder zurück. Was anderes fällt mir nämlich nicht ein. Ich drücke einfach sofort nach oben. Nee, hier ist jetzt sogar der Boden unten. War da eine Schlüsseltür links von mir? War die hier? Ich weiß nicht mehr, wo die Schlüsseltür war. Da unten? Ich glaube, da unten war sie nicht. So, cool, dann laufen wir einfach dann nochmal nach rechts. Keine Ahnung. Hab ja keinen anderen Weg. Ach, da war sie. Ich hab voll vergessen, wo die Tür war. GLP. Irgendwas in die Blöcke reingepackt, irgendwas Lustiges, was mich umbringt. Warum war der Greifarm an dem P? Hm. Gute Frage, nächste Frage. So, und hier müsste der Boss kommen. Ah ja. Das ist schon mal eine gute Taktik, um den zu besiegen. Ich muss also da rein. Und die Lava steigt wahrscheinlich genau bis zu dem Bossraum. Steigt die weiter an? Nein. Steigt bis hier. Okay. Wir haben wenig Zeit. Und da haben wir einige Gegner. Der Helm kommt jetzt... Nee. Der kann hier nicht runterfallen, der Helm. Und hier ist Trampolin-Action. Und dann kann ich da reingehen, ja. Hast du da keinen Schutz gegen eingebaut? Okay, ich darf nicht Neustart drücken, sonst fange ich die komplette Stage neu an. Bin ich kurz weg. Bis gleich. Hallo, darf ich wieder spielen? Ah, ich
darf wieder spielen. Was ist da drin? Ein Pilz. Will ich einen Pilz? Eigentlich will ich keinen Pilz, oder? Also in der Theorie kann man schon... Und... Also in der Theorie geht schon mit Pilz. Aber ich weiß nicht, ob ich will. Ich darf hier auch nicht zu hoch hüpfen. So, und jetzt umdrehen. So. Ja, dann machen wir das an. Holen uns einen auf den Kopf. Kommt noch ein zweiter, ja, ne? Ja, genau. Kriegen den zweiten da rein. Der geht da oben jetzt an und aus und dadurch kommen die ganzen Gegner her. Und der Boss kann auch herkommen. Was mir, weiß ich nicht, was bringt, aber ich... Ach, ich kann die Schildkrötenpanzer auch da hochkicken einfach. Ja, kommen sogar neue. Okay. Also ein wildes hüpft herum. Aber die Segen können mir nicht wehtun. Das ist schön. Hilfe, ich werde hier rumgekickt. Wie sonst was. So, bitte den Gegner rauslassen. Danke. Und Kick. Zweiter Treffer. Und ist die richtige? Also, das sind zwei Türen da. Ich hoffe, es sind aber beide richtig. Sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht von dem Design. So. Kicken wir den mal? Ja. Haben wir beide einmal gekickt. Das ist doch schön. Ich will hier raus. Bitte. Mama Mia. So. No. Nein. Nein. Ah, es ist ja gerade nichts mehr da. Perfekt. Wir haben den Schlüssel. Probieren wir es? Probieren wir es. Ich habe einen Schlüssel. Linke Tür. Ah, man muss beide Schlüssel holen und dann durch eine der beiden Türen gehen. Alter, Manu, mach doch einfach Todessachen hin. Anstatt einen 2-3 Minuten warten zu lassen. Und falls jetzt jemand fragt, warum ich halt erst nach einem Toten durch die Tür gegangen bin, das hätte ja auch sein können, dass aber nur einer der beiden den Schlüssel hat und dass eine der beiden Türen einfach falsch ist. Das traue ich halt Manu genauso zu. Deswegen wollte ich erstmal checken, was hinter einer Tür ist. Ich darf wieder spielen. Ja, geil. Warte mal. Ich habe nämlich, glaube ich, einfache... Hä? Was spricht denn dagegen, dass ich einfach die Panzer da hochkicke? Hier kommen noch neue P-Switches. Muss doch gar nicht den Boss so bekämpfen, wie er da ist. Ja, ich hole mir einfach hier die Panzer und kick die immer auf den Boss. Muss ich nicht die ganzen Gegner überleben, kann ich hier einfach chillen. So, P-Switch kann ich 2-3 Mal angreifen. Ja, holen wir nochmal einen. Moment, ich glaube, so war das nicht gedacht. Aber ich kann damit leben und arbeiten. Okay, das ist dann irgendwie meine Rache für das komische Manu-System. Habe ich meine Blöcke gerade verloren? Kommen die eigentlich wieder? Kommen wieder, ne? Ja, da sind sie wieder. Okay. So, ich war noch einmal in die Lava gefallen, aber diesmal sieht es besser aus. Ich glaube, der braucht noch 2 Treffer. Nein, er ist tot. So, und jetzt aktivieren wir erst das ganze Chaos-Gedöns. Keine Ahnung. Aber es funktioniert. So, dann drücken wir das und jetzt kicken wir einfach einen Panzer nach rechts. Oh, warte. Müssen noch mal kurz warten, bis der P-Switch aufhört. Jetzt können wir hier oben zubauen. Jetzt verkacke ich irgendwas. Ich sehe schon kommen. So, es ist drin. Heißt, jetzt dürfen wir gehen. Ja, bin drin. Okay, cool. Einfach komplett gecheased den Bossraum. Vielleicht kommt hier nochmal was. Bin ich hier eingesperrt? Nee, noch ein Leben. Okay. Das sind die kleinen Lebenräume für Manu. Oh nein! Er hat einen Helm! Oh Gott! Die Lava! Das ist süß. Oh. Warum? Warum das arme Galumbalg? Der war doch so nett. Oh. Oh. 3 kleine Sprünge zum Sieg. Level beendet! Wahrscheinlich, ja. Ich bin irgendwann AFK gegangen, einfach als ich die Zeit erwarten musste. Das ist eine gute Zeit. Die will ich behalten. Das spiele ich nie wieder, das Level. Very nice. Jo, dann haben wir alle 5 Level von Manu. Vielleicht können wir in der nächsten Folge die nächsten 3 Level von ihm spielen, so schnell wie der die Level baut. Ich hatte Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für die Level. War ganz cool. Außer das mit dem Warten, das war halt ultra scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Jetzt sind wir Mann. One.